Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the first press conference of the re-elected President of the European Parliament, Martin Schulz. You have the floor, Martin. Vielen Dank. Thank you very much. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank ladies für and gentlemen. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit, für Ihre Aufmerksamkeit, für das, was ich Ihnen hier zu sagen habe. Ich habe heute nach meiner Wiederwahl zum Präsidenten des Europäischen Parlaments die Position des Parlaments im Europäischen Rat wie üblich vertreten. Die wesentliche Botschaft, die ich heute dem Europäischen Rat mitgeteilt habe, war, dass wir als Europäisches Parlament gestern einen Prozess zum Abschluss gebracht haben mit der Wahl von Jean-Claude Juncker, der hier im Rat sehr kontrovers diskutiert worden ist. Ich habe noch einmal darauf hingewiesen, dass die Interpretation des Artikel 17 Absatz 7 des EU-Vertrages über die Wahl des Kommissionspräsidenten uns ja jetzt über einen sehr langen Zeitraum beschäftigt hat. Ich habe aber auch noch einmal festgestellt, dass das vom Parlament gewählte Verfahren, dass einer der Spitzenkandidaten der europäischen Parteienfamilien, und zwar derjenige, der die stärkste Position im Parlament erreicht, derjenige sein sollte, der nach der Wahl das Mandat zur Bildung der Kommission bekommt, dass dieses Verfahren zwar sehr umstritten war, aber auch hier im Rat anerkannt worden ist und in der letzten Ratssitzung hier in einer Kampfabstimmung mit 26-2 Stimmen beschlossen worden ist und auf dieser Grundlage Jean-Claude Juncker dem Parlament vorgeschlagen worden ist. Das heißt, der Rat hat sich das Parlamentsverfahren zu eigen gemacht. Das Parlament hat dann gestern in einer sehr großen Mehrheit von 422 Stimmen Jean-Claude Juncker zum President-elect gemacht. Ich will an dieser Stelle Juncker noch einmal gratulieren. Ich glaube, dass das auf ihn persönlich, nach allem, was er in den letzten Monaten an Unzuträglichkeiten hat über sich ergehen lassen müssen, ein großer Erfolg war. Und es war ein Sieg des Europäischen Parlaments, wie das eine bedeutende deutsche Tageszeitung heute kommentiert hat. Die gestrige Entscheidung des Europäischen Parlaments war eine Entscheidung, die in meinen Augen die Beziehungsstruktur der Institutionen in Europa nachhaltig verändert hat. Und deshalb habe ich mich auch beim Rat heute noch einmal bedankt dafür, dass der Europäische Rat den Vorschlag des Parlaments akzeptiert und dann dem Parlament auch formell unterbreitet hat. Jean-Claude Juncker ist jetzt, wenige Stunden nachdem er gewählt worden ist, unter einem enormen Druck. Er muss jetzt in relativ schneller Zeit eine Kommission zusammenstellen, die unterschiedlichen Kriterien gerecht werden muss. Sie muss sicher, was die Portfolios angeht, politisch ausgewogen sein, sie muss regional ausgewogen sein. Aber sie hat, und das habe ich den Regierungschefs heute gesagt, ein Hindernis auf dem Weg zur Mehrheit im Parlament. Denn es muss ja im Parlament über das Kollegium der Kommissare insgesamt abgestimmt werden. Auf dem Weg dorthin ist ein großes Hindernis die Tatsache, dass die heutige Kommission 9 weibliche Mitglieder hat. Aus dem, was wir zurzeit absehen können, werden 4, maximal 5 Frauen vorgeschlagen als Kommissarinnen. Ich habe das in der Klarheit gesagt, in der das Parlament mich auch beauftragt hat, dem Rat die entsprechende Mitteilung zu machen. Eine nicht geschlechterausgewogene Kommission wird im Europäischen Parlament keine Mehrheit finden. Und das ist ein Hindernis für Jean-Claude Juncker, das er nicht selbst aus dem Weg räumen kann, sondern die Staats- und Regierungschefs müssen ihm helfen, dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen. Ich habe die Formulierung verwendet, jeder von Ihnen wird jetzt seinen Nachbarn anschauen oder die Nachbarin und sagen, ja, da kannst du ja eine Frau schicken. Nur wenn jeder den Nachbarn anschaut, dann bleibt es dabei, dass es nicht genügend weibliche Mitglieder in diesem Kollegium geben wird. Die meisten der Regierungschefs, die hier oben um den Tisch herum sitzen, sind auch Parteichefs, die es in ihren Parteien geschafft haben, Wahllisten aufzustellen, die quotiert sind.
was dazu führt, dass zum Beispiel in meiner Fraktion, der ich im Parlament angehöre, 45% der Mitglieder Frauen sind. In der Fraktion der Europäischen Volkspartei sind es, glaube ich, fast 40%. Und in den Fraktionen von Grünen und Vereinigter Linke ist die Geschlechterparität hergestellt. Ich kann Ihnen sagen, die Frauen im Europäischen Parlament werden keiner Kommission zustimmen, übrigens auch viele Männer nicht, die nicht Geschlechter ausgewogen ist. Deshalb ist das ein schwerwiegender Vorgang und ich habe den Regierungschefs gesagt, dass sie das ernst nehmen müssen. Ansonsten berät der Rat ja heute über seine ihm zustehenden Personal. Vorschläge und Entscheidungen über den Ratsvorsitzenden, über die oder den hohen Beauftragten für Außen- und Sicherheitspolitik, den möglicherweise ständigen Präsidenten der Eurogruppe. Und wir erwarten, dass der Europäische Rat sich zügig auf diese Personalien verständigt. Wir haben ein Vorgehen entwickelt als Europäisches Parlament, bei dem die Bürgerinnen und Bürger Europas sehen konnten, wer sind die Leute, die entscheiden, wer ist der Kandidat. Die Debatten um sein Programm fanden in breiter Öffentlichkeit und mit kontroverser Diskussion sowohl vor als auch nach der Wahl statt. Wir glauben, dass das stilbildend sein soll in Europa. Deshalb ist der Rat meiner Meinung nach gut beraten, wenn er sich am Parlament ein Beispiel nimmt und möglichst schnell, möglichst konstruktiv, nach kontroverser Debatte und auf der Grundlage einer inhaltlichen Auseinandersetzung zu seinen Ergebnissen kommt. Vielen Dank. Thank you. We're ready to take your question. Yes, please. Herr Schulz, Paul Taylor von Reuters. Ich versuche mein Deutsch zu üben. Ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, die Bemerkungen, die Sie heute früh im Deutschlandfunk zum britischen Kommissar oder designierte britische Kommissar Lord Hill zurückzunehmen. Wissen Sie etwas über die politischen Ansichten des Herrn Hill zu Europa, die etwa der europäischen Bürger unbekannt wäre? Oder ist es der Tatsache, dass er im Großen und Ganzen die Ansichten von Herrn Cameron teilt? Macht es ihn für Sie unannehmbar und für das Parlament unannehmbar als Kandidat für die Europäische Kommission? Letzte Frage, wenn ich das richtig sehe, hat das Parlament noch nicht das Recht, einzelne Kommissare aus politischen Gründen abzulehnen. Wollen Sie, dass dieses Recht eingeführt wird? Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Frage. Das gibt mir ja die Gelegenheit, Sie sprechen ein exzellentes Deutsch, vielleicht etwas klarzustellen. Ich bin heute Morgen in einem Interview des Deutschlandfunks gefragt worden, zu Herrn Hill. Und der Journalist, der mich da gefragt hat, hat gesagt, der Mann ist als Euroskeptiker bekannt und hat antieuropäische Ansichten. Ich habe darauf geantwortet, wenn er solche haben sollte, dann wird er damit sicher im Europäischen Parlament auf Widerstand stoßen. Aber meine Aussage war, wenn er sie haben sollte. Ich weiß nicht, ob er sie hat. Ich habe gestern mit Herrn Liddington über Herrn Hill gesprochen, habe dabei zum ersten Mal mich mit Herrn Hill auseinandergesetzt. Und wenn Sie mein Interview genau lesen, dann werden Sie, das ist meine Antwort auf Ihre Frage, lesen, dass ich dort gesagt habe, es kommt darauf an, welches Portfolio Herr Hill bekommen soll. Dann wird er in den zuständigen Ausschuss gebeten. Dort wird er sich mit allen unterschiedlichen Gruppierungen auseinandersetzen müssen und dort eine Mehrheit suchen. Sie zu bekommen ist nicht ganz einfach, aber das gilt übrigens für alle Kommissare, nicht nur für Herrn Hill. Und es wird nach seinen Kompetenzen gefragt. Und ich bin dann auf das weitere Verfahren eingegangen mit folgender Bemerkung. Ich finde, Herr
Hilbrau, wie alle anderen Kommissare, eine faire Chance. Und wir sollten uns nicht mit gegenseitigen Vorurteilen begegnen. Wir sollten keine Vorurteile gegen Herrn Hill haben, und ich hoffe, er hat keine gegen uns. Das können Sie nachlesen, glaube ich, auch im deutschen Text. Ich weiß nicht, was da in der britischen, in der englischen Übersetzung übersetzt worden ist, aber ich habe Herrn Hill ausdrücklich in Schutz genommen. Ich sagte, der Mann braucht eine faire Chance. Ich muss auch zugeben, ich bin Herrn Hill noch nie begegnet. Und weil ich ihm noch nie begegnet bin, habe ich die Formulierung verwendet, wenn er denn antieuropäische Auffassungen hat, was ich nicht war. Mir ist jetzt zwischenzeitlich gesagt worden, dass er der Büroleiter von John Major war, dass er der konsensbildende Mehrheitsführer im House of Lords ist. Mir haben auch Freunde heute gesagt, Herr Hill sei ein eher pro-europäischer, UK-Verhältnisse pro-europäischer Mann. Das freut mich sehr. Und deshalb noch einmal fühle ich mich bestätigt in dem Hinweis, den ich heute Morgen gegeben habe, mit dem offensichtlich in der englischen Version nicht übersetzten Hinweis, sofern der Mann antieuropäische Ansichten hat. Ich war ja nicht derjenige, der das gesagt hat, sondern der, Ihr Kollege, der mich gefragt hat, hat gesagt, der Mann ist als Antieuropäer bekannt. Und darauf habe ich geantwortet, wenn er das ist, sofern er das ist, mehr nicht. Ganz kurze Zusatzfrage, bitte. Kurze Zusatzfrage. Danke für die Erklärung. Der letzte Teil meiner Frage. Sind Sie grundsätzlich dafür, dass das Parlament einzelne Kommissare aus politischen Gründen ablehnen können soll? Sie wissen, Sie kennen das Verfahren möglicherweise. Die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber gehen in die Fachausschüsse und werden dort einem Hearing unterworfen. Und bei diesem Hearing wird auf die Kompetenz abgestellt, die der einzelne Bewerber, die einzelne Bewerberin hat. Aber es wird nicht nach politischen Kriterien geurteilt. Sie können allerdings in einem Parlament nie ausschließen, dass Politik betrieben wird. Wir haben in der Vergangenheit Fälle gehabt, wo einzelne Kommissarinnen oder Kommissare abgelehnt wurden, weil ihre Position nach Auffassung der Mehrheit des Parlaments im Widerspruch zu Grundwerten der Europäischen Union standen. Sie werden sich an diese Fälle sicher auch erinnern können. Das ist natürlich Politik. Aber vom Grundsatz, glaube ich, sollten wir dabei bleiben, dass es bei den Hearings um die Kompetenz der Kandidaten geht. Die politische Bewertung ist beim Kommissionspräsidenten und bei der Bewertung des Kollegs am Ende insgesamt vorzunehmen. Aber die einzelnen Kommissare in den Fachausschüssen werden in der Regel nach ihrer Kompetenz und nicht nach ihrer politischen Ausrichtung befragt. Und das finde ich auch richtig. Alf Ingalls, bitte. Bruno Woods für Daily Telegraph. I just want to carry on this, because it's interesting. You're saying that thankfully, Lord Hill appears not to be a Eurosceptic, but should, if it had been the case that he was a radical anti-European, to use your words, but he would meet resistance, and you seem to be hinting very heavily that that would be a good thing. Why is it that a nominee to take the post of a commissioner from a member state cannot be an anti-European? Is David Cameron, in your view, an anti-European? And given the results of the elections in Britain, where Eurosceptic MEPs were in a clear majority, isn't it rather unreasonable to expect a British commissioner to reflect the views of the Grand Coalition in the European Parliament rather than the country that nominates them? Die Mitglieder der Europäischen Kommission sind verpflichtet, die Vertragsgrundlagen der Europäischen Union zu verteidigen. Jeder, der sich zum Recht der Europäischen Union bekennt, jeder, der bereit ist, die im Lissabonner Vertrag und in den EU-Verträgen insgesamt niedergelegten Politiken
Und Grundwerte zu verteidigen, kann logischerweise Kommissar werden und ist auch willkommen. Wenn Nigel Farage zum Beispiel versuchen würde, EU-Kommissar zu werden, dann glaube ich, kann er das tun, aber ob er dann im Parlament eine Mehrheit findet, das weiß ich jetzt nicht. Und ob er sagen würde, ich stehe zum EU-Vertrag, den er ja eben ablehnt, das wäre dann, glaube ich, schwierig. David Cameron und sein Vorschlag, in diesem Fall Lord Hill, wäre genauso zu behandeln sein. Ich werde dafür antreten, wie jeder andere Vorschlag auch. Und zwar sollten wir die Kommissare auf ihre Kompetenz hin prüfen. Und der Kommissar wird jeder Einzelne oder jeder einzelne Bewerber wird im Parlament auch gefragt, stehen Sie zu den Verträgen der EU? Wenn er das bejaht, warum soll er nicht Kommissar oder Kommissarin sein? Respect the EU treaties, and if they reply in the affirmative, then why would they not then be accepted? Sorry, from internal affairs to external. First of all, I would like to congratulate Mr. Schulz with re-election of president of European Parliament, and I want to note that you contributed too much into the result of Ukrainian crisis, and also crisis of between Ukraine and Russia. So I would like to know your position now concerning and how you can describe and your opinion and your position concerning this situation between Ukraine and Russia, and what how can European Union can help to resolve this crisis. Thank you. Ich glaube, dass wir noch einmal wiederholen müssen, dass die territoriale Integrität der Ukraine nicht verhandelbar ist. Ich glaube, dass die Annexion der Krim ein völkerrechtswidriger Akt war von einem Staat, der ein vetoberechtigtes Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ist, dessen Aufgabe es eigentlich wäre, das internationale Völkerrecht zu verteidigen und es nicht zu brechen. Deshalb haben wir als Europäische Union, wie ich finde, zu Recht mit Drastigkeit die einseitige Annexion der Krim verurteilt und weitere Versuche dieser Art mit Sanktionen zu belegen angedroht. Ich glaube, Herr Präsident Poroschenko, der ein legitimes Mandat erworben hat aus einer fairen Wahl, bedarf jeder Unterstützung. Und wenn ich sage, die territoriale Integrität der Ukraine ist zu gewährleisten, dann gilt das für innere und äußere Infragestellung. Leute, die im Inneren der Ukraine die Integrität des Landes in Frage stellen, verhalten sich rechtswidrig. Und deshalb hat die Regierung der Ukraine alle Unterstützung verdient. Ändert nichts an der Tatsache, dass unser Appell zur Gewaltlosigkeit im Rahmen aller Möglichkeiten, die die EU hat, sie durchzusetzen, dass dieser Appell gilt. Was ich glaube, was dringend erforderlich zusätzlich ist, ist, dass die regionalen wie die sozialen Ungleichgewichte in der Ukraine möglichst zügig beseitigt werden müssen. Dazu gehört, dass die jetzt abgeschlossenen Verträge, Kooperationshandels- und Wirtschaftsverträge mit der Ukraine mit Leben erfüllt werden und dass wir der Ukraine auch bei der Bewältigung der Energieprobleme helfen. Das sind die Dinge, die die EU tun muss. Giovanna Pancheri, Sky Italia. Mr. President, I'm asking you a question more as one of the leaders of the socialist family, because today the Socialist Party said that you want to have two of the main top jobs, the high rep and the place of the president of the council. But due to the fact that apparently there are a lot of constraints against the name of Federica Mogherini, but also considering the fact that Italy had a very important result on the last election, could you take into consideration the idea of having Italy as one of the candidates for the post of the president of the council with the name of Enrico Letta? Is one of the hypotheses on the table or not? Thank you.
Ich bin hier nicht als Vertreter der Sozialistischen Partei Europa, sondern als Präsident des Europäischen Parlaments. Insofern kann ich Ihnen nur bedingt antworten. Ob Enrico Letta ein Kandidat ist, der hier heute in der Diskussion ist als Ratspräsident, entzieht sich meiner Kenntnis, das weiß ich nicht. Was die Sozialdemokratische Partei Europas angeht, hat sie in ihren Beratungen schon vor Wochen darauf hingewiesen, dass die Stärkeverhältnisse in Europa so sind, dass wir die ich gehöre dieser Parteienfamilie an, deshalb weiß ich zufälligerweise, was die beschlossen haben, dass wir die Position des Hohen Beauftragten des Ratspräsidenten für uns beanspruchen. Die Europäische Volkspartei hat mit Unterstützung der Sozialdemokraten gestern die zentrale Position im Institutionengefüge der EU bekommen, nämlich die des Kommissionspräsidenten. Und es haben sich insbesondere sozialdemokratische Führer und Repräsentanten, ich eingeschlossen, sehr stark eingesetzt für diesen Kandidaten der Europäischen Volkspartei. Und wie wir wissen, will die Europäische Volkspartei auch zwei der Positionen besetzen, wir auch. Was dabei rumkommt, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das verhandeln ja die Damen und Herren nach oben, wir werden sich noch ein bisschen gedulden müssen. Monsieur le Président, Lorenzo Consul, TMA News. C'est une question qui est proche de la question de ma collègue. En fait, apparemment, dans le PPE, on a parlé de la possibilité que M. Letta soit un candidat, si les socialistes, évidemment, le soutiennent. Et ma question est institutionnelle. Est-ce que vous avez entendu parler de cette possibilité, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que M. Van Rompuy, qui est quand même le facilitateur encore, parce qu'il est lui le président du Conseil en ce moment, est-ce que lui, dans votre opinion, pour ceux qui vous connaissez, en fait, des questions institutionnelles, a la possibilité de proposer un candidat qui n'a pas été proposé par un gouvernement, par son gouvernement? Parce que c'est ça, en fait, le problème. Le gouvernement italien n'a pas proposé l'État, il a proposé Mogherini pour un autre poste. Est-ce que vous pensez que M. Van Rompuy, dans son ouvre de médiation, il peut proposer quelque chose d'autre? Parce que votre question était relativement proche à la question de votre collègue, ma réponse sera aussi relativement proche la question précédente, à la réponse précédente. Je trouve la description facilitateur fascinant. Herman Van Rompuy comme facilitateur, c'est une spécificité en Belgique. Il était, je crois, déjà démineur de Sa Majesté, maintenant facilitateur de l'Union européenne. Je vais garder le titre facilitateur. Je ne sais pas si Herman est le facilitateur, mais vous avez tout à fait raison, oui. J'ai écouté le nom Enrico Letta comme rumeur et pour répondre à votre question, oui, il y avait des gens qui m'ont raconté Letta comme option. Un de ces gens qui m'ont raconté, c'était vous hier. Donc, merci beaucoup pour la répétition de la question, mais au-delà de votre suggestion, personne m'en a parlé. We're taking three more questions because we have to leave in about minutes as some teams score goals against Brazil. That was the gentleman with the Belgian squad team who brought me this idea. Mr. Busse, please. Herr Schütz, ich hätte zwei Fragen. Erstens, Sie sagen, der Standpunkt des Parlaments ist, ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu haben. Können Sie spezifizieren, was ausgewogen ist? Sind es 50%, 30%? Die zweite Frage ist, wir haben jetzt auch Sie wieder gerade über Parteizugehörigkeit gesprochen, über Geschlecht. Welche Rolle spielt eigentlich fachliche Qualifikation für das Parlament? Ich stelle diese Frage vor allem auch vor dem Hintergrund, dass es ja Kritik an
der italienischen Kandidatin für die Außen, for example, there's been such much criticism leveled at the Italian candidate for the high representative for little foreign policy experience. Ich habe ja in meinen einführenden Bemerkungen am Bus gesagt, wir haben heute 9 weibliche Mitglieder. Sicher wird das Parlament nicht darauf beharren, dass wir quotierte Kommissionen, aber das geht gar nicht. Aber es kann niemand erwarten, dass das Parlament akzeptiert, dass die Kommission hinter das zurückfällt, was heute bereits Standard ist, also weniger als 9 Frauen, was ja in der Kommission ein Drittel etwa darstellt. Ja, ein Drittel etwa bei 28 Mitgliedern der Kommission. Ich glaube, dahinter wird es kein Zurückfallen geben. Ich muss zur parteipolitischen Ausrichtung sagen, ich bin danach gefragt worden. Ich habe eine faire Antwort darauf gegeben. Ich sitze hier als Präsident des Europäischen Parlaments, nicht als Repräsentant einer Partei. Deshalb haben Sie sicher aufmerksam meiner Antwort an den Vertreter von Reuters in Großbritannien zugehört. Das Europäische Parlament prüft die Kompetenz in den Fachausschüssen. Man kann logischerweise in der Welt, in der wir leben, Fragen wie Geschlechterquote oder bestimmte politische Tendenzen in der Bewertung von Menschen nicht ausschließen. Aber im Vordergrund der Hearings, und das wissen Sie als jemand, der das Parlament ja seit langem beobachtet, darauf bin ich eigentlich auch stolz. Bei den Hearings steht die Kompetenz im Vordergrund. Wir haben in den letzten Tagen ja gerade erst Hearings im Parlament durchgeführt. Und wenn Sie sich die genau angeschaut haben, da ging es um Kompetenz, Fachkompetenz für die zugewiesenen Ausschüsse. Allerdings muss man eins hinzufügen. Bei der Kompetenz geht es auch um die Interpretation von Ansichten. Sie konnten bei Herrn Katainen sehen, dass da die Ansichten... Herr Katainen ist ganz sicher ein kompetenter Mann. Aber die Bewertung der Positionen, die er in seiner unbestrittenen Kompetenz einnimmt, die Bewertung ist natürlich politisch. Die sieht ein Vertreter der Vereinigten Linken sicher anders als ein Liberaler. Und deshalb ist auch die Bewertung von Fachkompetenz im Vordergrund stehen, aber sie ist immer auch in einem Parlament politischen Kriterien unterworfen. Aber ich glaube, wir sollten es dabei belassen, dass bei den Einzelanhörungen der Kommissare sie auf ihre Kompetenz geprüft werden. Herr Schulz, zum Thema Geschlechtergerechtigkeit nochmal, vor dem Hintergrund von dem, was Sie gesagt haben. Finden Sie es akzeptabel, dass die Bundeskanzlerin klargestellt hat, dass die deutsche Wahl getroffen ist, dass es ein Mann ist, nämlich Herr Oettinger, oder würden Sie auch von der Bundeskanzlerin erwarten, hier nochmal nachzudenken und einen Vorschlag zu unterbreiten, der der Geschlechtergerechtigkeit Rechnung trägt? Ich hätte Frau Merkel einen Mann vorgeschlagen, den Sie auch näher kennen, aber das hat sie ja nicht gewollt. Die Bundeskanzlerin wird, ich weiß nicht, ob sie nochmal nachdenkt, aber ich habe ja eben in meiner Rede im Rat gesagt, jeder schaut jetzt seinen Nachbarn oder seine Nachbarin an und denkt, der, wenn jetzt, ich weiß nicht, wer neben Frau Merkel gesessen hat, ich glaube, Passos Coelho. Wenn er jetzt Angela Merkel scharf anschaut und sagt, Angela, schick doch eine Frau, das wäre ja dann eine Frau mehr. Ich weiß es nicht. Jeder Staat, auch die Bundeskanzlerin als Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland, ist aufgerufen, über dieses Problem nachzudenken, in welcher Form es dann am Ende gelöst wird, weiß ich nicht. Frau Merkel sagt, die Entscheidung ist getroffen. Okay, das habe ich nicht zu kommentieren. Das ist eine Entscheidung der deutschen Regierung. Jurek ist conceding. Yes, please. Lars. Thank you, Mr. President. David Price, Your Democracy, Shimon.info. I'd like to ask you about an article in the treaty which has been there for more than 60 years, which is that the European Parliament should bring forth a proposition of a single, for the elections, a single statute, so that each, we don't have 28 national elections with some people having the equivalent of 10 votes, and not being able to stand at 18, some at 23, and so on, and having heavy deposits to make. Is this going to be possible within the mandate of the new parliament, that we'll have a single statute?
bin ziemlich sicher, dass es zu Initiativen in dieser Richtung im Europäischen Parlament in dieser Wahlperiode kommen wird. Der Verfassungsausschuss des Europäischen Parlaments hat sich schon in der Vergangenheit mehrfach mit einem einheitlichen europäischen Wahlrecht befasst. Das scheitert ja nicht am Europaparlament, das scheitert auch nicht an der Kommission, sondern in der Regel an den Mitgliedstaaten. Aber mein Eindruck ist, dass auch nach dem Wahlkampf, den wir jetzt hinter uns haben, nach dieser Spitzenkandidatenprozedur, der Wille im Parlament relativ groß ist, sich über ein einheitliches europäisches Wahlrecht Gedanken zu machen, ob das schon in dieser Wahlperiode dann verabschiedet werden kann und mit der nächsten Wahl angewendet werden kann. Das weiß ich nicht, aber Sie können davon ausgehen, dass diese Debatte im Parlament stattfindet. Das haben wir jedenfalls schon eine ganze Reihe von Leuten gesagt. That was three questions in 7 minutes. Pretty good. The very last question, please. Anton LaGuardia of The Economist. I'm here. I'm just trying to understand this question of gender balance and competence. If Federica Mogherini were to become the high representative, would you consider it more important that she was a woman on the commission, or would you consider it more important that she is competent, or in your view, does she have enough competence to fulfill that role? Ich glaube, ein hoher Beauftragter oder eine hohe Beauftragte der Europäischen Union muss sicher kompetent sein für diesen Job. Ich finde, dass die Vorurteile, die gegen Federica Mogherini von vielen Leuten ins Feld geführt werden, nicht gerechtfertigt sind. Ich kenne sie sehr gut. Ich glaube, man wird nicht Außenministerin eines G7-Staates durch Zufall. Und sie ist die Außenministerin eines Landes, das zu den 7 größten Industrienationen der Welt gehört und macht, glaube ich, dort eine sehr, sehr gute Arbeit. Wissen Sie, es gibt auch immer wieder Leute, die mir sagen, sie sei zu jung. Gestern haben mir aber auch eine ganze Reihe Leute gesagt, der Juncker sei zu alt. Auch das ist ja kein Kriterium, das nach Qualifikation riecht, sondern jung und alt hat keinen Einfluss drauf. Ich glaube, Federica Mogherini ist eine Frau, die das kann, der ich jedenfalls das zutraue. Andere möglicherweise nicht, aber ich schon. Thank you very much for your interest. See you after the summer.